Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestern Abend hat der Präsident des Bundesverbandes der Arbeitgeber, der Herr Kramer, anlässlich des parlamentarischen Abends von BDI, BDA und DIHK noch mal deutlich gemacht, dass die deutsche Wirtschaft, und das ist ja von niemandem auch bestritten worden, sich in seiner sehr guten Verfassung befindet, aber geschmiert durch einen niedrigen Ölpreis, durch niedrige Zinsen und durch einen günstigen Wechselkurs. Und er hat auch noch mal deutlich darauf hingewiesen, dass diese positive Entwicklung kein Selbstlauf ist, sondern dass erstens die Weltwirtschaft durchaus immer wieder in fragilen Zuständen sich befindet und zum Zweiten auch in Deutschland die Politik immer wieder mal dazu neigt, mit Überregulierung, Bürokratisierung den Unternehmen das Leben schwer zu machen. Und er warnt davor, dieses weiter auszubauen. Und meine Damen und Herren, wenn wir heute über den Haushaltsplan des Bundeswirtschaftsministers diskutieren, den Einzelplan 09, dann muss man ja erstmal ganz grundsätzlich sagen, Wirtschaftspolitik ist ja Zukunftspolitik. Denn das, was wir heute beschließen oder was wir heute noch nicht beschließen, was wir heute zum ersten Mal diskutieren und was wir dann im November beschließen werden, die Maßnahmen wirken ja nicht kurzfristig, sondern sie sind ja eigentlich alle mittel- und langfristig angelegt. Und deswegen kann man erst mal klar sagen, wenn man sich den Haushaltsentwurf anschaut oder muss man sich die Frage stellen, kommen die Haushaltsansätze des Wirtschaftsministers, werden die letztendlich der Frage gerecht, werden hier die Grundlagen gelegt für eine zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Positiv bei dem Haushaltsentwurf ist, dass er doch deutlich übersichtlicher geworden ist. Die 5 Kapitel, die man jetzt im Haushaltsentwurf findet, sind doch dazu angetan, die Titel etwas besser zu sortieren, obwohl ich sagen muss, dass durch die vielen Querverweise, durch Deckungsvermerke und letztendlich die hohe Vorbindung über Verpflichtungsermächtigungen ja ein klares Bild nicht sofort ablesbar ist. Also man muss bei jedem Titel sich die Arbeit machen und genau schauen, wie die wirkliche Situation ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Haushaltsplanentwurf zeichnet sich aus durch eine hohe Investitionsquote, durch hohe Ausgaben im Bereich Forschung und Technologie. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, dass die linke Seite meint, sozusagen, hier wird nicht an der Zukunft gearbeitet. Also da haben Sie vielleicht den Plan von vor 10 Jahren in der Hand gehabt, meine Damen und Herren. Aber trotzdem, das Projekt ZIM wurde ja schon mehrfach angesprochen. Und hier wird sich natürlich sozusagen die Sache daran entscheiden, dass man noch mal ganz klarstellen muss. Erstens mal brauchen wir natürlich einen Ansatz, der nicht zurückgeht. Und da sind wir uns, glaube ich, hier in dem Hohen Hause auch einig. Und zweitens muss man noch mal genau gucken, was denn überhaupt an freien Mitteln noch verfügbar ist. Die hohe Vorbindung aus früheren Jahren schränkt ja im Prinzip die Neuvergabe von Mitteln ein. Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir in den nächsten Wochen auch noch mal gründlich diskutieren müssen. Das Gleiche ist ja bei der Gemeinschaftsaufgabe, bei der Investitionsförderung. Hier gibt es aus meiner Sicht 2 Randbedingungen. Zum Ersten müssen die Länder ihre Verpflichtungen erfüllen, also das heißt ihre 50-prozentige Finanzierung auch bereitstellen. Und zum Zweiten ist hier auch die Frage zu stellen, wie viel sind denn freie Mittel noch da? Was ist denn die sogenannte freie Spitze, um überhaupt Neubewilligungen auszusprechen? Also hier gibt es noch einigen Diskussionsbedarf und ich möchte vielleicht mal auf ein paar kleinere Titel noch zu sprechen kommen, Herr Minister, die mir so aufgefallen sind. Da wird das Explorationsprogramm eingestellt. Das Explorationsprogramm diente ja dazu, deutschen Unternehmen den Weg sozusagen zur Exploration von Rohstoffen zu erleichtern und es war eigentlich ein neues Programm. Nun schreibt das Bundeswirtschaftsministerium dazu, der Bedarf war in den letzten Jahren nicht da und deswegen wird das Programm eingestellt. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist oder ob man nicht noch mal klarer analysieren musste, warum es denn so schlecht gelaufen ist. Gab es wirklich keinen Bedarf oder sind die Bedingungen schlecht gewesen oder muss man daran was ändern? Also hier neu beschrittene Wege so schnell wieder zu beenden, weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist. Dann
zu dem ganzen Thema Außenwirtschaft. Das ist ja im Prinzip auch ein sehr wichtiger Punkt, denn Deutschland ist wieder Exportweltmeister und die Begleitung vor allen Dingen kleinerer und mittlerer Unternehmen ins Ausland durch die Unterstützung des Staates und der Kammern, das ist ja eine ganz wichtige Sache, die Präsenz Deutschlands im Ausland. Und hier bleiben die Ansätze erstmal klar. Man schreibt auch in den Begleittexten, naja, es werden wieder einige Dependenzen etwas aufgewertet. Aber wenn man in vielen Auslandshandelskammern mal nachfragt, zeigt sich eigentlich das Problem, dass man zwar für eine Grundausstattung finanziell gesichert ist, aber man eigentlich nie wirklich was machen kann. Weil die großen Außenhandelskammerstandorte sind oftmals im Verhältnis gesehen zu den kleineren finanziell wesentlich schlechter ausgestattet und haben eigentlich weniger Projektmittel, um ihrer Arbeit gerecht zu werden. Und jetzt komme ich noch auf mein Lieblingsthema Afrika, die Präsenz Deutschlands in Afrika. Natürlich weiß ich um die Probleme, dass man nicht in jedem der afrikanischen Länder eine Auslandshandelskammer oder ein Delegationsbüro eröffnen kann. Aber ich würde trotzdem anregen, Herr Minister, dass man auch im Außenwirtschaftsbeirat dieses Thema noch mal mit auf die Tagesordnung setzt, um einfach für die nächsten Jahre mal eine Strategie zu entwickeln, wie wir auch in Afrika präsenter werden könnten. Zumindest wäre das bei uns ein hohes Interesse. Und da komme ich jetzt auch noch mal zu dem Thema Fluchthilfe. Fluchtursachenbekämpfung. Ja, da haben Sie ja einen Haushaltstitel, der nennt sich Transformationspartnerschaften. Und diese Transformationspartnerschaften sind ausgestattet in Ihrem Haushalt mit 1 Million Euro und es vorrangig für Ägypten und für Tunesien zunächst bereitgestellt. Also ich finde das ja erstmal eine grundsätzlich gute Idee. Ob man mit der Million hinkommt, das kann ich im Moment jetzt nicht einschätzen. Aber, Herr Minister, es wäre doch eigentlich jetzt die große Chance, dass man sich auch mit dem BMZ zusammensetzt. Das BMZ hat ja einen enormen Aufwuchs an Mitteln. Und ob man hier nicht versucht, über das Mischen von Geldern gemeinsame Projekte mit einem größeren Push zu versehen. Oftmals scheitern ja die Projekte daran, dass sie nicht in die richtigen Wirtschaftsministerien passen und sie passen auch nicht in die richtigen BMZ. Und ob man hier nicht jetzt sozusagen bei diesen Transformationspartnerschaften den Weg mal beschreitet, den wir eigentlich brauchen, dass man überministeriell zusammenarbeitet, um hier für diese beiden Musterländer, die im Moment hier in diesen Partnerschaften stecken, was zu bewegen. Also das würde ich jedenfalls sehr anregen. Und wir können Ihnen auch zusagen, dass wir diesen Prozess sehr intensiv begleiten würden, denn das könnte ja ein Modell werden, auch für andere Länder, dass man in verschiedenen Bereichen vorankommt. Ja, und dann möchte ich natürlich noch für eine Branche hier eine Lanze brechen, die immer sehr wenig stattfindet während der Haushaltsverhandlungen. Das ist das Thema Tourismus. Meine Damen und Herren, der Tourismus ist eine wichtige Wirtschaftsbranche für Deutschland. Die Unternehmen im Bereich des Tourismus sind meistens mittlere und kleinere Unternehmen. Die können ihre Arbeitsplätze nicht in den Rucksack stecken und nach Tschechien oder nach China gehen, sondern sie müssen hier mit den Bedingungen in Deutschland klarkommen. Die Gästezahlen in den letzten Jahren haben sich in Deutschland sehr positiv entwickelt. Das erfreut uns natürlich sehr. Und es haben sich auch die Mittel für das Marketing für Deutschland in den letzten Jahren etwas entwickelt. Aber die Verschiebung, die jetzt stattgefunden hat im Haushaltsentwurf, Herr Minister, dass die Deutsche Zentrale für Tourismus noch mal 500.000 Euro zusätzlich bekommt, um Marktbearbeitung im Ausland zu intensivieren, das ist erstmal ganz gut. Aber dass man das sozusagen innerhalb des Tourismustitels, der dazu da ist, neue Entwicklungen zu untersuchen, neue Wege in Deutschland zu beschreiben, also in Studien, Untersuchungen, dass man dort das Geld wegnimmt, weiß ich nicht, ob das wirklich die Zustimmung überall finden wird. Hier, das ist sicherlich nochmal ein Diskussionsgrund. Auch wenn wir wissen, dass natürlich der Bund eigentlich nicht die Kompetenz im Bereich Tourismus hat, sondern dass die Länder hier verantwortlich sind. Aber, meine Damen und Herren, Tourismus ist auch oftmals ziemliche Kirchturmpolitik. Und wenn man aber, wie zum Beispiel bei der
bei der Servicequalitätsinitiative mal eine deutschlandweite Initiative installieren will. Und diese Servicequalität ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass man das erstmalig geschafft hat. Ein Label für ganz Deutschland. Dann braucht man, glaube ich, auch ein paar Mittel, um sozusagen von der Bundesebene diese Dinge mit voranzubringen. Ja, Herr Heil, Sie werden uns ja dabei helfen, nehme ich mal an. Ne? Und deswegen denke ich, dass die Diskussionen im Ausschuss, dass wir hier noch einiges zu tun haben, bis dann letztendlich der Haushaltsentwurf verabschiedet werden können. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, die Sache geht in die richtige Richtung. Die Prioritäten sind gesetzt und jetzt kommt es darauf an, noch entsprechende Details zu regeln. Also insofern bin ich da optimistisch, dass wir einen guten Haushaltsplan 09 bekommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Kollege Andreas Mattfeld spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion.